Hallo und herzlich willkommen zu DayZ, dem MMO-Survival-Horror-Game. Ich bin SparkWar, ich bin noch relativ neu bei DayZ dabei. Ich habe mir das erst vor ein paar Tagen gekauft und nicht wirklich angezockt. Durch einen technischen Defekt, sage ich jetzt mal, meinerseits, habe ich leider zu spät gemerkt, dass das Programm nicht aufnimmt. Deswegen fängt das Let's Play schon fast mittendrin an, was eigentlich egal ist, da der Spaß da erst richtig losgeht. Und zwar habe ich nur ein paar Häuser geplündert und war auf dem Weg zum Airfield. Denn da gibt es ja den besten Dreed, den besten Shit ever. Und bin dann auf zwei Kollegen gestoßen, die dann so freundlich waren und mich unter ihre Fittiche genommen haben und mir das alles hier gezeigt haben, was abgeht. Jo, und damit ist schon alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß. Blut. Ich glaube, ja, ich bin schon wieder ein bisschen durstig geworden. Schon warte, wieder? Ich mach mal kurz. Erstmal kurz hier Tactical Bacon. Komplett auf. Weil die Dosen bringen auch manchmal ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Wieso sind meiner die Fäuste nicht runter? Leertaste. Also bei mir hast du das runter. Ne, hast du nicht. Leertaste? Oh, Tatsache. Danke. Bitte. Das echt viel jetzt. Das löst viele meiner Probleme, ey. Warte, ich will nur mal kurz was essen. Danke. Gut, kann. Einfach geradeaus, ne? Oder den Weg entlang? Ja. Nö, wir gehen mal weiter geradeaus. Weil ich glaube, der Weg geht eh links und dann rechts, oder? Ja. Guck mal, ein Vogelstand. Hier hast du meine Pumpkin Seeds, und ich glaube, die könnte ich da reinmachen. Und dann Vögel schießen? Ja. Tatsache, das gibt ja einmal im S. Die GS-Kurve. Hier ist ein schöner Trampelpfad. Mhm. Hätten wir jetzt noch unseren LKW, du. Hätte er mal drei Plätze gehabt, das wäre so schön gewesen. Okay, ich brauche was zu trinken. Ganz okay, warte. Bist du schon wieder? Ja. Liegt hier. Sonst habe ich nämlich nichts mehr. Alle. Aber ich bin selber noch super hydrated. Meine hechelt sich hier einen zusammen, ist unglaublich. Hauptsache, ich habe die komplett ausgetrunken und das erste, was er sagt, I really need to drink. Brauchst du einen Sanitäter-Rucksack? Vorne ist ein Haus, das ist gut. Vielleicht ist hier irgendwo ein Brunnen. Haltet auch schon nach einem Brunnen. Nach Zombies. Lang keinen mehr gesehen. Elektroschocker. Und wen willst du damit beglücken? Weiß ich noch nicht. Wer stellt sich denn zur Verfügung? Guck mal.
Hör auf, ey. Ich will Jim auch direkt so. Oh, da hinten. Oh, wir sind in der Stadt angekommen. Ja. Echt? Ah, ja. Cool. Gehen wir einfach mal da runter, oder? Jo, einfach mal looten. Da haben wir wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit als hier, irgendwas zu finden. Meine Ahnung, welche Stadt das ist? Das Straßenschild uns gleich sagen, oder? Ich glaube nämlich, das ist, Warte mal. Hier gibt's auch diesen großen Landeplatz. Oben links. Oder von der Karte aus, wenn man Norden, Süden, Westen, Osten und Westen hat. Oben rechts. Guck mal, hier ist ein Krankenhaus. Krankenhaus ist gut. Guck mal, was ich hier schönes. Oh, ein Walkie-Talkie. Auf jeden Fall nochmal ein Starter-Kit. Das ist schon mal gut. Okay, so. Ich halte mich jetzt auf der Hauptstraße auf. Okay. Ich bin nämlich gerade, I'm dying of dehydration. Das heißt, es könnte sein, dass ich gleich wieder umkippe. Ja. Oh, hier ist ein Blue-Type-Briefcase. Was haben wir denn da? Weiß ich Bescheid. Noch ein Start-Kit. Bandagen. Hier habe ich noch ein EP. Ich hab hier auch noch ein bisschen Epinephrin. Oh, und ein Blood-Test-Kit. Das ist gut. Können wir dir auch gleich nochmal einen Bluttest geben. Ich hab hier auch noch ein Blood-Pack. Müssen wir zwar erst voll machen, aber... Ja, ja, dann bräuchten wir vielleicht noch einen zweiten Bluttest, um zu gucken, dass... Vielleicht hat einer von uns die gleiche Blutgruppe wie er. Ja, 50-50, ne? Hm? 50-50 schon. Ja, ich bin unmächtig. Schon okay. Wieder. Ja, ich lieg an so einem Auto, also zwei kaputten Autos an der Hauptstraße. Jo, der Notarzt kommt. Irgendwas, was wir machen können jetzt? Ich kann dir eine Saline geben. Warte, hier. Was? Ja, nee, schon gut. Ich hab auch nochmal EP. Oh, du hast aber viel Zeug dabei, ist klar, dass du hydratest, ey. Saline kommt. Hast du gerade meine Sachen durchgeguckt, oder was? Ja, ich wollte eigentlich nur in mein Inventar und dann... Kannst du einmal kurz den Puls checken? Ja, klar. Ach, hat irgendwie nicht. Ich will nicht in seinen Rucksack gucken, check Puls. Steady Puls. Kompress CPR. Jo, der ist drin. Ich mach gerade Wiederbelebungsmaßnahmen und du stehst einfach auf, was soll das bitte? Hey, guck mal, wie ich hier hänge. Ich kipp gleich hier wieder um. Ja, wir brauchen jetzt Wasser. Ja. Aber mal gucken, ob wir was finden. Aber, okay, such mal einen Brunnen. Vielleicht kommst du zu mir. Nein. Hier ist ein Brunnen. Ja? Ja. Wo? So, ich stehe. Seh ich nicht. Seh dich. Andere Richtung. Siehst du? Da? Ja, mir nach. Einfach geradeaus. Ja, da. Ich seh's. Und trink. Mal weiter, ob ich irgendwas für dich finde. Oh ja. Genau rechtzeitig, ey. So, ich trink mich jetzt erstmal hydrated. Mach das. Ob das, wenn das noch geht, oder? Das ist eine gute Frage. Das dauert wahrscheinlich 3 Stunden, bis ich das mal habe. Soll ich dir so lange schon mal einen Bluttest geben? Das ist gleich mal. Ich wieder andersweise mein Duos gestillt habe. Also ich kipp hier schon um, weil ich dehydriert bin und dann willst du immer nur Blut abnehmen oder was? Dann kipp ich hier erst recht um. Gut. Ja, nur vielleicht irgendwann ein Blatt wegfinden, dann wenn ihr vielleicht auch meinen, wenn wir ein Blatt wegfinden, dann hau ich den so oder so rein. Der zu dir passt oder nicht. Ja. Mal wenn wir direkt wenn wir da mehrere liegen, dann können wir im besten Fall den aussuchen, der eher zu dir passt. Eher. Von der 100%igen Übereinstimmung gehe ich jetzt mal nicht aus. Oha. Die erste Nacht läuft das echt gut, ey. Ich bin glücklich, Jungs, so.
bin auch recht glücklich. Ja, und ich mach das dann auch so ein bisschen spannend, ne? Ja. Unser kleiner Pflegefall hier. Kannst du ja verarbeiten. Oh, mein Thirsty ist weg. Oh mein Gott. Oha. Füllt eure Flaschen auf, denkt dran. Ja. Ich sauf mich hier gerade auch nochmal hydrated. Bist denn du? Ich bin hier, noch einen anderen Boden gefunden, oder was? Ja, direkt da, wo du gelegen hast, ne? Direkt hinter der Mauer. Da ist ein Brunnen. Okay. Echt? Ja, okay. Weil ich habe jetzt einen MP5. Cool, ich habe Magazine dafür. Echt? Nice. Ja, zwei Stück. Willst du haben? Natürlich. Du kannst mir natürlich auch die MP5 geben. Räum weiter. Was heißt denn I feel rumble in my bones? Du fühlst Rummeln in deinem Magen. Ich hab hier auch noch ein 15er CR75 Magazin. 9mm. Ich glaube, hier ist eine Polizeistation. Ich bin hydrated. Du musst glauben. Oha. Hydrated und energized. Oh mein Gott. Jetzt wissen wir, du bist echt sterbenskrank. Will einer von euch eine Police Cap? Nee, danke. Ich hätte gerne mal eine ordentliche Wumme. Ich habe jetzt auch wieder drei. Also hier liegt noch eine Makarov. Drei volle. Eine Makarov? Eine Makarov habe ich auch. Noch eine Makarov? Ich habe eine, aber ich brauche ein Magazin dafür. Ich habe auch die Kugeln dafür, aber eben nicht das Magazin. Was ist das denn für ein Magazin? Für gewöhnlich heißen die da auch Makarov-Magazin, oder nicht? Ja, für gewöhnlich. Ja, also Kugeln habe ich dafür. 9mm. War hier jetzt irgendwo noch ein größeres Gebäude, sowas, was wir uns angucken können? Ach stimmt, hier war so ein kleines Krankenhaus, ne? Also so eine Klinik. Ja, da waren wir aber schon drin. Da haben wir da Zeug rausgeholt für dich. Morphine Auto-Injector. Einer vielleicht noch eine Anti-Step-Vest? Nee. Die nämlich ein Berlin-Bag. Damaged. Bin wahrscheinlich nicht gebrochen. Leanback, Bloodback Hit. Liegt ja echt alles, ey. Bloodback Hit Pristine. Brauchst du sowas? Also willst du sowas haben? Bloodback. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, in der Klinik liegt ganz viel auf dem Boden. Okay. Gute Voraussetzung schon mal, liegt alles auf dem Boden. Das ist ja auf jeden Fall schon gut erhalten. Wo ist denn das? Also ich war da schon drin, aber ich finde das bestimmt gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, musst du jetzt gerade selber gucken, ich guck mich hin rum. Oh, hier ist Schuhrucksack. Süß. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Glaube ich, ne? Ja. Wo liegt das, Bloodbag? In so einem Badezimmer oder so. Das ist nur so aus. Mein Heidel ist jetzt schon wieder weg, ey. Mit deinem Typen stimmt echt irgendwas nicht. Kann ich Gesundheit. Wartezimmer. Du bist gar nicht in dem Gebäude, ne? Doch, hier. Hier hinten. Hier liegt das, ganz hier hinten liegt das. Ach, da. Hier liegen noch so nice. Saline-Bags. Aber wir sind damaged. Ach, besser als nix. Ja, hier drin ist auch noch eins. Im Raum hier gleich links. Auch noch hier ganz in der Ecke ist noch eins. Besser? Metal Wire. Ich habe auch Handschellen übrigens.
Das heißt, wenn einer von euch nicht benimmt. Erstmal Handschellen. Einer von euch hatte dort 357er, also braucht 357er, oder? Kann sein, dass ich die brauche, ja. Ja, ich hab grad noch ein paar gefunden. Ich weiß gar nicht, welche ich brauche. Messen wir mal meine Temperatur. Wer von euch beiden benutzt denn eine Pistole? Weil ich hab noch eine Pistole und eine Taschenlampe. Na, ich hab eine Makarov. Meine Temperatur ist übrigens 35,2. Oh, es ist, ich würde mal zum Krankenhaus gehen, mein Freund. Ach, das geht noch. Wie war es? Ab 34 Grad ist tödlich, glaube ich. Vielleicht solltest du dich ein bisschen wärmer anziehen. Gib ihm mal deine Jacke. Die hab ich gerade weggeschmissen, weil mir die ganze Zeit schon heiß ist. Ich denk mir so, wenn mir mitten in der Nacht heiß ist, wird mir am Tag wohl nicht kalt werden. Also hier liegt noch, ja, pinke Wollenanzug, irgendwie sowas. Mess jetzt von einem von euch die Temperatur. Komm mir mit dem Ding nicht zu nah. Nicht wissen, wo das schon gesteckt hat. Nee, Checkpuls wollte ich nicht. Und? 37,2. Echt? Bist du unterkühlt? Bei mir auch hot ist. Weiß es nicht. Ist der dritte im Bunde? Ich versteck mich vor deinem Thermometer. Ah, da unten. Wo seid ihr überhaupt? Ich geh grad hier so einen Berg runter zu so einem Elektrowerk oder so. Ah, oh, ich hab mal Licht an. Was ist Licht denn gemacht? Ich sehe kein Licht. Ja, ich gehe gerade auch da runter, sehe den Kim wahrscheinlich. Kommt auf dich ein Licht zu? Habe ich gerade noch nicht gecheckt, aber kann gut sein. Die Polizei, Polizeirevier. Ja. Das große Licht. Große Erleuchtung quasi. Mhm. Von wegen Elektrik. Ja, das Polizeirevier, das ist cool. Da findet ihr einen. Wer, hat einer von euch eine MP5? Ja, ich. Hier ist so ein, wie heißt denn das? Ein Handguard. MP5 Plastic Handguard. Ja, hab ich schon. Achso. Okay. Ich hab gefragt, warum ich den nicht mitgenommen hab. Weiß ich's wieder. Hier ist eine PM73. Was ist das denn? So eine Bison? Hier? Kim? Ja? Warst du zufällig... Hattest du eine Blue Press West? Ja, die hab ich da hingelegt. Ja, du hast... Hier liegt noch eine Magnum drin und ein Blood-Test-Kit und so, ne? Echt? Der Blood-Test... Oh, ja, nimm das Blood-Test-Kit mal bitte mit. Also die Magnum? Ja. Daran hab ich nicht gedacht. Eine Mandale ist ja auch noch drin. Was ist das für eine Waffe? Muss ich mal eben austesten. Klingt halbautomatisch. Bisschen. Was gehört da rein? Gehört da hier rein?
schnell. Wie? Wie? Hier liegt das perfekte Zeug für dich. Water Purification Tablets. Damit könntest du also theoretisch dein Wasser sauber machen. Wäre ja, vielleicht mal gar nicht schlecht, dass er es erstmal macht, ne? Ja. Ja. Ich kann die nichts laden. Die Waffe. Einer von euch 545er Mission, Munition? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was für Munition ich für meine. Ich brauche 9mm Munition. Ach, das heißt, ich brauche die 15er Magazine, die da liegen, ne? In der Polizeiwaffe. Meinst du die CR-75? Das sind diese Nummer, die so aussehen wie für eine Pistole, ne? Ja. Kannst du die mal mitnehmen? Die brauche ich, glaube ich, für meine MP. Tut mir leid, kann ich nicht mitnehmen. Ich hab Taschen gerade voll. Ja gut, dann komme ich da nochmal vorbei. Ich habe selber noch 2 Stück in der Tasche. Kannst du haben. In den Makarov passen sie zumindest schon mal nicht. Irgendwie ein bisschen mehr Platz gebrauchen. Ja, ich auch. Wenn ich noch eine Weste oder so finde. Wo war denn der Revolver? Hast du den eingepackt? Nee, der war mit im Regencap, genau. Hier. Hier ist alles von Kimse. Hier ist auch. Warte mal. Ha! Ich hab deine Temperatur gemessen. Und war gut? 36,8. Oh. Bin ja ganz schön heiß dabei, ne? 357er. Kommen wir in die Magnum. So, und da ich 375er, hier diese, da ich die hab, kann ich die Waffe auch mal benutzen. Yay. Endlich. So, ich glaube, ich werde mich jetzt mal von ein paar Sachen hier verabschieden. Kim, wo bist du? Bei so einem komischen Bauernhof oder so. Komm mal wieder zu euch. Ja, ist ja super, weil dann gebe ich dir mal ein bisschen, also die 2 Magazine für deine MP5. Ja. Wir nehmen dann gerade nur Platz weg. Bist du da zufällig in der Nähe von der Polizeistation? Ich stehe genau davor. Okay, gut, dann komme ich. Und es wird langsam hell, wie man sieht, ne? Also so ein bisschen kommt es mir heller vor. Ja, mir auch. So, hier, hier. Und dann kommt hier auch noch raus. Ich glaube, die kann ich nämlich auch laden. Ja, versuch das mal. Brauchst du auch 9mm Kugeln? Ja. Fürs Nachladen, ist nicht schlecht. Ja, versuche erstmal, ob die Magazine überhaupt reinpassen. Ja, warte, ich muss erstmal Platz dafür machen. Brauchst du die 357er noch? Weiß ich noch nicht, warte. Lass uns schon mal rein. Also kannst du die Kugel auch gebrauchen? Ja. 9mm Eisbär, dann hast du hier, hast du einmal 25. Und dann hast du hier nochmal 25. Bitteschön. Schön, danke schön. Brauche ich denn gerade nicht. Termine haben noch keinen Sinn, denke. Habe ich hier den 380er. Ich habe auch noch welche.
Ja, ich brauche die 357er für den Revolver. Ja, die kannst du nehmen. Ja, alles klar, danke. Dick hier alles. Interessant. Und irgendjemand kann sich für seine Pistole dieses Flashlight nehmen. Ja, ich habe keine Pistole. Mal ein bisschen hier Ordnung schaffen. Was ist mit deinem Pop? Wollte ihn nicht.